Liebe Freunde virtueller Zeitverschwendung, ich bin CoreLP100, der mit der Zahl hinten dran. Herzlich willkommen zurück zu Dark Souls 3. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir haben im letzten Part ja den, wie heißt er denn? Die Drachenreiterrüstung oder Drachentöterrüstung oder wie auch immer besiegt. Und mit dessen Seele gehen wir doch jetzt erstmal hier zu Ludlith und gucken, was wir von dem Ding kriegen. Ansonsten werden wir es poppen und werden uns 1, 2, 3 Punkte in Stärke holen. Ich glaube, das ist das Beste, was wir machen können. Obwohl, nee, mit der Ausdauer komme ich gut zurecht, mit der Vitalität eigentlich auch. Naja, schauen wir mal. Vielleicht gibt es ja auch richtig krasses Zeug. So, natürlich gibt es eine Drachentöter-Großaxt. Eine gusseiserne Großaxt, die einst Teil der Drachentöter-Rüstung war. Ihr wohnt die große Macht der Blitze inne. Ihre Fähigkeit ermöglicht Techniken, um Erzdrachen zu töten. Krasser Scheiß. Fallblitz. Erhebt die Axt hoch gen Himmel, sammelt Blitze und schlägt auf den Boden, um dort die peitschenden Blitze zu entfesseln. Sehr schön. Sein Schild kriegen wir auch. Ein Schild bietet hohen Schutz gegen Blitze, derer sich der Drachentöter selbst bediente. Seine Fertigkeit spiegelt den Kampfstil des Drachentöters wider. Ja, ich glaube, hier ist schon... Was mich jetzt wundert ist, wenn die Theorie stimmt, die ich ja kurz am Ende des letzten Partes gesagt habe, dass der namenlose König Gwyns Sohn ist, hätte ich aber noch eine andere Theorie. Wir haben ja tatsächlich gegen die Drachentöter-Rüstung gekämpft. Das heißt, da war niemand drin. Nur noch die Macht desjenigen. Und der Drachentöter in den Souls-Spielen war, ja, wie wir wissen, Ornstein. Und wenn jetzt der namenlose König auch mit Blitz angegriffen hat, was wir ja alle gesehen haben, kann es dann sein, dass der so mächtig war, dass selbst die Rüstung, die er zurückgelassen hat, noch so eine Kampfkraft hatte und Drachen, zumindest spektrale Drachen, beschwören und befehligen konnte? Wäre doch eine geile Erklärung, oder? Fände ich nice. So, wir poppen seine Seele. Schnibbeli-schnapp. 15.000, alles klar. Also zwei Level sollten wir auf jeden Fall kriegen. Und da werde ich auch nicht lange überlegen. Ich habe übrigens einmal in dem Zusammenschnitt bei dem Bossfight gerade eben. Oh, habe ich das gerade richtig gesehen? Der Ring gibt sogar plus 5 Stärke. Heißt das jetzt mal 44 insgesamt? Nice Schissel. Ich habe zwischendurch einmal hier zurückgeportet und habe sowohl das Drakenblutschwert als auch das, wie heißt es denn? Wieso vergesse ich jetzt immer den Namen? Das Claymore, mit Titanitbrocken weiter hochgebracht, beziehungsweise Funkeltitanit. Ich glaube, mein Wolfsschwert, das große, was wir die ganze Zeit benutzt haben, hatte ich nicht weitergebracht, obwohl ich mittlerweile 13 Funkeltitanit hätte. Da geht also einiges. Jetzt gucken wir doch mal kurz interessenweise, ob die hier jetzt die Rüstung des Drachentöters anbietet. Morns Helm, der sieht ziemlich geil aus, ne? Ein ungewöhnlicher Helm, der den Rittern vor Karim verliehen wird. Der Morne, dem Apostel des Erzbischofs nachempfundene Helm, stellt ein perfektes Ebenbild der steinernen Köpfe dar, die die Kathedrale säumen. Wie auch Morne einst nur einer einzigen Göttin diente, dienen die Ritter von Karim in ihrer ganzen Laufbahn nur einer Maid. Okay, das ist die Rüstung der Tänzerin, das ist die Rüstung von Smoke. Die Verbandenrüstung. Gundes Rüstung, genau, die hat man natürlich auch. Ah ne, tatsächlich nicht. Bietet sie nicht an. Obwohl mir dieser Mornhelm gefällt mir ziemlich gut. Dun, 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 dun. Die Morne, dem Apostel des Erzbischofs nachempfundene Rüstung, wird aus einem einzigartigen, einem mineralähnenden Stein gefertigt. Ja, das sieht schon nice aus, ne? Vor allen Dingen der Helm. Ich glaube, den Helm gönne ich mir mal. Und gucke einfach mal, wie der im Style aussieht. Ich weiß, wir beginnen heute etwas ruhiger, aber who the F? Ja, nee, es hat was. Aber irgendwie finde ich den Schnabel befremdlich. Ich sehe aus wie ein toter Vogel. Das ist natürlich geil. Übrigens mal die Visualität, wie wir mit der Kapuze aussehen. Wie gesagt, passt auch ziemlich gut zu der Rüstung. Aber ich glaube, wir bleiben einfach mal bei unserem Helm. Keine Ahnung. Die Synergien des Visuellen spielen hier einfach am schönsten mit. So, 10.442 Gedönse haben wir noch. Ich glaube, ich weiß, was ich damit anfange. Zum einen benutze ich mal den hier. Um die Aushöhlung ein bisschen in den Griff zu kriegen. Und dann kaufen wir doch einfach vielleicht nochmal neu, oder? Obwohl, nee, ich habe noch einen. Wisst ihr was? Wir gehen jetzt auf Risiko. Wir porten jetzt zurück. Wir werden jetzt Progress machen. Für alle, die sich schon gefragt haben, was los ist. Wir werden jetzt Progress machen und ich werde... Oh, habe ich einen? Nein, habe ich nicht.
Wir gehen jetzt auf Risiko. Wir nehmen die 10.000 Seelen und vielleicht schaffen wir es ja sogar, sie insoweit aufzustocken, dass wir uns noch ein Level leisten können. Das wäre doch schön. Mit fast 44, beziehungsweise mit 44 Stärke sollte jetzt auf jeden Fall auch der Schaden für dieses Gebiet annehmbar sein. Und ich finde es ein bisschen doof. Ich meine, gut, er hat das Ding ja zerschlagen, aber jetzt haben sie es replaced. Und es ist irgendwie hell. Sieht komisch aus. Sieht einfach komisch aus. Okay, es sind nicht alle seine spektralen Wesen tot. Und es sieht so aus, als wollen die mich angreifen. Ich gehe mal lieber hier rein. Okay, liebe Leute, wir gehen hier rein. Und hoffen, dass nicht... Oh, es ist gar kein Rein. Es ist bloß ein Durchgang. Hoffen, dass nichts Böses auf uns wartet. Diese Statuen sehen nicht richtig aus. Wohl notenswert ist es aber, dass es ein Mann und eine Frau ist. Da geht also noch einiges. Oh, hier geht's runter. Okay, jetzt müssen wir vorsichtig sein. Jetzt müssen wir wieder in den Erkundungsmodus gehen. Keine Linearität wird uns hier geschenkt. Jetzt sind wir in neuem Gefilde, liebe Kinder. Und ich sollte aufhören, irgendwelches aussagekraftloses Dünnes von mir zu geben. Na ja, Titanitbrocken. Ja, das ist doch schon mal, das ist doch schon mal schön für so einen Kampf, ne? Und du da oben, hältst du einfach nur eine Fackel? Haltet ihr nur eine Fackel oder seid ihr lebendig? Wir werden es rausfinden, indem wir da hochgehen, gleich nachdem wir hier unten nachgeguckt haben. Und das mit dem Singen, das sollte ich mir vor allen Dingen abgewöhnen. Vielleicht auch nicht. Vielleicht gefällt euch das Gesinge? Sagt mir, ob euch das Gesinge gefällt, liebe Freunde virtueller Zeitverschwendung. Ach, guck mal. Das ist ja süß. Hätten sie ja so gezwungenermaßen nach dem Boss überhaupt kein Bonfire... Oh, das ist ja Leuchtfeuer. überhaupt kein Bonfire posten müssen. Das ist ja völliger Schmu. Tja, und weil hier das Item liegt... Schlüssel des großen Archivs. Gotthard Doppelschwert. Ist das Gotthard? Wer ist Gotthard? Sieht auf jeden Fall nice aus, ne? Ein paar Schwerter der Jäger, die als schwarze Hand des Königs bekannt sind. Es wurde von Gotthard benutzt, der aus dem Schloss floh. Durch seine große Schwertkampfkunst konnte er in der Ritterschaft schnell aufsteigen. Wirbelhief, schneiden in einer großen Drehbewegung durch Gegner, die mit einem schweren Angriff fortgeführt und ein Stoß beider Klingen beendet wird. Ja, leck mich doch am Arsch. Okay, scheint ein geiles Ding zu sein. Die Frage ist, warum ist der Typ aus dem Schloss geflohen, liegt jetzt aber tot hier? Das ist durchaus etwas loremäßig Kräftiges, das merken wir uns einfach. Oh, hier geht's rein. Ich habe gedacht, das ist vielleicht eine Shortcut-Tür. Aber nein. Wir öffnen das große Archiv. Gehen da aber nicht rein. Wir gehen erstmal hier vorne rein. Denn hier scheint schon offen zu sein. Da stelle ich mir gar kein Bein. Wie ich es mir gedacht habe, ein Shortcut. Wunderbar. Alles klar. Dann jetzt wirklich in den total tiefen, entspannten... Was, der Part ist schon 10 Minuten lang? Nicht wirklich, oder? 7 Minuten oder so. Ich gucke, die Uhrzeit orientiere ich mich immer an Audacity. Aber das läuft ja auch immer so ein bisschen durch die Verzögerung, ein bisschen länger. Bis ich dann mal tatsächlich anfange zu reden und so weiter. Sollte mich nicht aus der Ruhe bringen lassen, ne? Okay, das wird dem Namen... Großes Archiv gerecht. Das ist ja ein Kristallweiser! Wie, das machst du jetzt hier die ganze Zeit, Robert? Ach ja, na klar, du Arschloch. Du Mieses. Really, Mann. Oh Mann, ein Crystal Lizard und ich verpasse ihn. Das ist doof. Hier dahinter stehst du, oder? Ach, ich komme gar nicht zu dir hoch. Was ist denn jetzt los? Okay, versuchen wir es mal auf der Seite hier. Ist ja ein Labyrinth hier. Warum rennst du weg? Oh, da steht ja noch einer. Den haben wir gar nicht gesehen, ja? Aber der hat uns auch nicht gesehen. Bam. Okay, Dude, dich kriege ich schon auch. Ich hoffe, du heilst bloß nicht overtime. Nur weil ich dich nicht richtig anlöffeln kann. Titanitbrocken, nice. Okay, WTF, was machen wir denn hier? Ich komme da gar nicht hoch, wo der steht. Okay, wisst ihr was? Dann gehen wir jetzt dahin, wo der Crystal Lizard hingerannt ist. Ich glaube, das war so eine subtile Andeutung von wegen, geh doch mal hier lang. Versteht ihr?
Sieht zumindest so aus. Und ich hoffe, hier fallen nicht noch mehr von diesen Viechern von der Decke. Die sind nämlich hässlich. Und was auch hässlich ist, ist der Typ hier. Vorne! So, schon ist er weg. Ha! Und kann uns nicht mehr stören. Und Titanitbrocken wären wir beschmissen. Das ist doof. Und das hier ist eine Attrappe. Wunderbar. Ich fühle mich gerade schon wieder an Dark Souls erinnert, ans Schloss. Erinnert ihr euch? Oh, da auf der anderen Seite latscht doch einer, oder? Das ist doch eine Falle. Das ist doch links und rechts eine Falle, Junge. Apropos Falle. Druckplatten? Ja, genau das dachte ich mir. Fallen no end, Bitches. Wenigstens finden wir die ganzen Items hier. Da oben ist noch eins. Oh, 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 oh. Okay, passt auf. Da drüben läuft zwar so ein Drache, so ein Ritter, aber wir versuchen einfach mal was. Wow, 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 wow. Gott sei Dank konnte er jeden zweiten Schlag daneben, der Idiot. Was ist das hier? Was beten die an? Was? Kopf in Wachs tauchen? Das soll jetzt nicht wirklich machen, oder? Okay. Blub. Haben wir jetzt einen weißen Kopf? Was ist das denn? Sind wir jetzt gegen irgendwas geschützt? Oder? Oder ist das einfach nur, damit man idiotisch aussieht? Ich glaube ja eher zweiteres, ne? Hello, hello, hello. Ich will hier hoch. Okay, das scheint so eine Art Labyrinth-Puzzle zu sein. Was auch immer ein Labyrinth-Puzzle ist. Ich freue mich aber. Ach, guck mal. Ein Bitch-Ass-Nigger. Hallöchen. Bin gefangen. Okay, komm mal her, Digga. Komm mal her. Auf offenes Gefilde. So meinte ich das nicht, aber... Wow, was ich hier schon wieder an Estus verklopp. Alter, ich sehe aus wie eine alte Omi hier. Nein, keine Finstergeister. Junge, hör auf jetzt hier. Meine Fresse, ey. Ist natürlich klar. Natürlich, jetzt wird mich hier der Finstergeist gleich noch anfallen, weil du dich nicht zur Strecke bringen lässt, Arschloch. Dicker. Ist dein Ernst jetzt hier? Alter Verwalter. Okay. Ein paar Hindernisse muss es ja... Wow. Ist das ein Spieler? Ist ein Spieler? Nee, Rosalias Finger, das ist kein Spieler. Doch, das ist ein Spieler. Oh, diese ganzen Anfänger-Noobs, bei Duellen heilt man sich nicht, Mann. Das ist ein richtiger Spieler, er wird gesehen. Heil dich. Und wenn er sich nicht mehr heilen kann, dann haut er ab, oder was? Penis, du Dämlicher.
Noob! Und ich lade schon wieder hoch, ne? Das ist schon wieder hier laggy ohne Ende. Aber ich glaube, er hat... Doch, er hat noch was zum Heilen. Natürlich hat er noch was zum Heilen, der Idiot. Noob! Du bist so ein elender Penner, ey. Zum Glück nehme ich dich auf Video auf. Das ist peinlich, was du hier machst. Das ist peinlich, was du hier machst. Ohne Witz. Ja. Mit heilen. Ich glaube, mein Arsch brennt. Echt. Heilen. In einem Duell. Leute, wenn ihr selber neu in den Souls-Spielen seid, sowas regt mich echt massiv auf. Wenn man ein Duell gegen einen anderen Spieler macht, heilt man sich nicht. Wartet, ich sag's nochmal langsam. Man heilt sich nicht. Okay? Haben's alle kapiert? Sind alle durchgekommen durch dieses massiv komplizierte Gestrüpp an... Ah, das ist peinlich, Leute, ey. Ein One-on-One und wer am meisten Health hat, der gewinnt, oder wie? Das ist so dumm. Echt. Wenigstens haben wir uns diesmal den Crystal Lizard geholt. Warum ich immer den ersten von ihm nicht erwische, ne? Sehr eigenartig. Okay, hier kommt jetzt gleich einer runter. Jawohl. Ah, schön, wenn man die Fallen gleich gesehen hat beim ersten Mal. Jetzt haben wir natürlich hier ein Problem bei unserer Seelenlinie. Nicht schlagen. Okay. Diesmal stecken wir unseren Kopf nicht in Wachs. Die haben das zumindest gemacht, aber das heißt ja nicht, dass wir das machen müssen. Und auf den Ritter da hinten scheiße ich so... Wir haben ja 35.000 Seelen. Hm. Ich sollte über ein Investment nachdenken. Alter, was ist denn hier los? Hinten sitzt ein Crystal Lizard. Hat uns aber noch nicht gesehen. Ich hoffe, ihr seht was. Es ist nämlich schweinedunkel hier. Und die Kamera spackt gerade. Nimi! Nini! Nini, nini, nini! Keine Geister. Ich will, dass sie aufhört. Okay. Rennst du hin, Crystal Lizard? Yay! Wenigstens was. Der erste Crystal Lizard war ein Arschloch. Ich mag ihn nicht. Ich frage mich vor allen Dingen... Achso, da hoch ist der gerannt. Okay, aber da sind so Geister und so. Da habe ich eigentlich gar keine Lust drauf. Oh, ja. Hebel voraus. Ach ja, hier ist tatsächlich ein Hebel. Und was macht der? Licht? Hebel... Was? Was macht dieser Hebel? Oh, der hat da was aufgemacht. Yay! Secret! Ein Secret! Ein Lordwessel! Ja, ich weiß, für mich ist alles ein Lordwessel. Ist nicht bei drei auf dem Baum, ist innere Kraft. Okay, das ist irgendein Zauber, das weiß ich. Sag mir nicht, das hier ist ein Mimik. Nein, ist es nicht. Mensch, so ein liebes Spiel aber auch zu uns. Schwarzes Haar einer Hexe. Was? Er ist tatsächlich eine Waffe.
Eine Peitsche geflochten aus dem schwarzen Haar einer Tochter der Hexe aus Izalith, nice, die die Chaosflamme erschaffen hat. Ihr langes, lockiges Haar birgt die Macht des Feuers, die durch die Fertigkeit dieser Waffe entfesselt werden kann. Cool, eine Flammenpeitsche. Kann ich jedem nur empfehlen. Okay, diese kleinen Treppen gehen wir nicht hoch. Das sind Attrappen. I don't give a fucking shit. Wir gehen lieber hier hoch. Und hoffen. Hi. Kann ich dich schlagen? Okay, ich höre den Ritter schon. Ich höre den Ritter schon. Na komm, Hexchen. Ein bisschen musst du vorkommen, sonst kann ich dich nicht angreifen. Ich Idiot. Ciao. Okay, ich glaube, ich gönne mir mal wieder eine Heilung. Einfach zur Vorsicht. Ach, guck mal, was da hinten steht. Kommst du jetzt noch? Nee, ne? Steht da bloß so doof rum. Okay, du hier vorne. Mi. Keine Geisterhände, keine Geisterhände. Komisch. Der hat mich nicht angegriffen. Ich fand es ein bisschen eigenartig. Hätte ich den vielleicht nicht angreifen sollen? Hätte der uns bei irgendwas geholfen? Die Sau? Oder eher nicht? Okay, was haben wir hier vorne? Hier sind wir safe, oder? Titanitbrocken. Wie man hier mit Titanitbrocken beschissen würde. Aber wir haben noch kein einziges Slab gefunden, fällt mir gerade auf. Das ist ein bisschen schade. Leiter ausfahren. Juhu! Shortcut, wo auch im... Ah doch, ich weiß wo. Nice. Nice, nice. Ach, wisst ihr was, Leute? Mit 40.000 Seelen und einem Seelenpaket, das wir schon gefunden haben. Weiß ich aber... Nee, wartet mal. Wir sind nicht da, wo ich denke. Wir sind bei weitem nicht da, wo ich denke. Ach doch, sind wir. Juhu. Okay, den Scheiß gebe ich mir ruhig zweimal. Wir haben ja nämlich auch das Seelen eines namenlosen Super-Mega-Helden gefunden. Also Superman wahrscheinlich. Wenn wir das poppen, haben wir ein Level. Dann haben wir 45 Stärke. Das ist mein Ziel. 45 Stärke. Tja, und dann muss ich auch leider sagen, liebe Freunde, der Part neigt sich dem Ende. Ich finde es aber nice, dass er heute dabei war. Ich weiß, es ging nicht viel voran, aber wir haben eine große Bücherei gefunden. Große Büchereien machen Spaß. Große Büchereien sind toll, sehen schön aus, haben eine sehr gruselige Atmosphäre. Apropos gruselige Atmosphäre. Ich fand die Atmosphäre beim Kampf gegen die Tänzerin des Nordwinters als ziemlich krass. Diese Musik ist, was ist dieser Chor im Hintergrund, wisst ihr, dieses und diese Schritte von ihr, wie sie wie eine Katze um ihre Beute rumtänzelt, ja, halt die Klappe, klang so wie unter Wasser, so diese. Schaut euch den Part nochmal an, ich fand den ziemlich krass, ich habe sogar damals beim Part noch bemerkt, dass mir die Atmosphäre gefällt und jetzt habe ich es bei jemand anderem nochmal gesehen, bei den Rocket Beans, weil ich ja die Knaller durchgenommen gucke. Und das war nice. Liebe Freunde, virtuelle Zeitverschwendung, Dark Souls 3 ist auch nice. Ihr seid auch nice und weil ihr so nice seid, schaltet ihr beim nächsten Mal wieder ein. Dann erkunden wir weiter das große Archiv und schauen wir mal, was wir da so finden. Ne? Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss und bis dann.